Die Karnevalssaison ist in vollem Gang und so sieht man beispielsweise in Hettstedt, Eisleben, Riestedt oder Quenstedt bei den Karnevalssitzungen wieder jede Menge Tanz und Akrobatik. Dass solche Tänze nicht einfach aus dem Hut gezaubert werden, versteht sich von selbst. Um eine solche Performance auf die Bühne zu bringen, muss jede Woche trainiert werden. Mitunter sogar über den Karnevalsverein hinaus in einem Turnverein. Der QCC, Quenstedter Karnevalsclub, zeigte auch in seiner 35. Session wieder Höchstleistungen im Tanzsport. Tanzmariechen Ondira machte dabei den Anfang. Auch die Funkengarde mit Dario, dem einzigen Herrn, glänzte mit einer synchronen Darbietung. Ob Männerballett, gemischte Gruppe oder Kindergarten. Für alle heißt es bereits in 2 Wochen wieder, nach der Saison ist vor der Saison. Musik.